Ja, moin zusammen und willkommen zurück zu Redemption Cemetery. So, wir sollen noch für die Kiddies hier einen Heiltrank für ihre Mutter finden. Und da soll sich angeblich hier irgendwo befinden. Oh, hier haben wir erstmal... Ah, da ist das. Da ist der B. Und wir finden auch eine Kachel. Okay, gut. Lass mal gucken. Hier haben wir einen Schrank mit... Vielleicht ist der Schlüssel irgendwie... Wo? Wir könnten auch einfach die Scheibe einschlagen, ne? Der ist der Key. So, es fehlt noch etwas. Ja, zum Beispiel ein Rezept, eine Anleitung. Und hier muss noch irgendwas Zeug hin. Okay, gut. Werden wir schon herausfinden. So, Schlüssel. Lalala. Okay, das Buch. Ja, das Buch. Das weiß ich, wo das hingehört. Und wir nehmen noch die Flasche mit. So, das machen wir auch mal. Moment. Oh nein. Still das Bild wieder hin, indem du die Kachel einzeln oder in Gruppen rotierst. Was meinst du mit einzelnen rotieren? Oh nein. Oh, ich bin unglaublich schlecht in sowas. Okay, das könnte schon mal funktionieren. Das funktioniert ganz sicher nicht. Hä? Vielleicht verstehe ich es nicht, aber... So. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe. Ach so. Ist ja ganz einfach. Ich dachte, das wäre so ein, weißt du, so ein Verschiebedings. Das Verschieberegel, da bin ich unglaublich schlecht drin. Unfassbar schlecht. So, das hier gehört bestimmt irgendwo hier hin. Nee? Tut's nicht? Fehlt immer noch etwas. Ja, das ist mir wohl bewusst, du. Okay, nicht für hier. So, erstmal wird gewimmelt. Wir sollen 3 Edelsteine finden. 1. Das ist nicht Nummer 2, aber das und das. Eine Formel. So, und jetzt die unterschiedlichen Kräuter in der Spitze. Okay, ich suche mal, klick mal alles Kräuterige an, was es hier so gibt. Was ist da? Kräuter, Kräuter, Kräuter. Kräuter, nicht Kräuter, muss noch blühen. Da, Kräuter. Wusch, wusch, wusch. Juhu! Da ist doch noch ein Kräuter, Lee. Wo versteckt es? Da versteckt es sich. Das sieht doch aus wie, na, was zu rauchen. Kräuter, juhu. So, und jetzt bekommst du endlich dein Gesicht wieder. Yay, danke sehr. Blanckristall. Und der kommt, doch hier war das, ne? Hier. Mhm. Sind alle 4 da? Aber was jetzt? Nein. Oh, 1, 2. Nee, 1, 2, 3, 4. Yay. Ein grünes Pulver. 2 von 3. Aber wo bekommen wir 3 von 3 her? Ach hier, guck, Wasser. Ja, Wasser. Dieses Gefäß ist nur für Wasser gedacht. Und das Buch kommt dort hinein. Stell das Bild wieder hin, indem du die Bücher vertauscht. Habe ich es nicht gesagt? So, das kommt irgendwie dahin. Ein Lotus. Der hier hin und der dahin. Okay. Und das rote Pulver nehmen wir auch mit. Yay. So, jetzt sollten wir alles haben, oder? Die Dinger, die Kräu. Nee, das Wasser auch nicht. Also erstmal die. Genau. Alles rein, egal was es ist.
So. So, dann ist der natürlich. Dann kommen die Kräuter dazu. Nee, die Kräuter dazu. Warum nicht? Stir. Dann die Kräuter dazu. Die Kräuter. Nicht die Kräuter? Warum nicht die Kräuter? Weil man die erst auf den Tisch legen muss. Dann kann man sie. Der nächste Schritt. Hä? Was? Ja, die Kräuter. Da rein. Also, Kräuter. Nicht dein Ernst, ne? Okay. So, und dann alles in das Wasserfläschchen füllen. Das Wasserfläschchen muss natürlich erst da drauf, bevor man das... Das geht übrigens nur in so einer Form, ne? Also nur in einem Schädel. Das könnt ihr in keiner anderen Form machen. Nicht, dass ihr euch da irgendwie jetzt, ne, falsche Hoffnung macht. So. Was hat er jetzt gemacht? Blub, 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 blub. Blub, blub. Juhu! Wir haben den Heiltrank. So, Kinders. Heiltrank. Thank you. Now our mother will be better in no time. Ja, wenn das dann die richtige Kür war. Goodbye. I hope we meet again someday. Tun wir, wenn du tot bist. Oh, falsche Ansage. Und rein ins geöffnete Maul. Und? Geht's dir jetzt besser? Thank you for your help. I lived a happy life with my mother and brother. Und? Here's the first key to the chapel. Once you open the door, you'll return to your regular life. Warum bist du denn nicht gealtert? Danke sehr. Danke, Kitty. Elisas Schloss. Vertrau auf deine Träume. Mhm. Da hat sie einen Punkt. So, also dann. Oh. Na? Was war das? Are you alive? Demid, that demon. He's on a rampage. You need to hurry. Two souls still remain. Ich hab davon gehört, ja. This oracle will help you to find hidden areas. Explore the whole cemetery to find the maze of souls where the candles belonging to all those who came here are kept. Hmm, okay. Danke sehr, Kristallkugel. Oh, und weg ist er. Aber da wird gewimmelt. Können wir erstmal das Schloss aufschließen? Das wird dem Ghost bestimmt nicht gefallen. Pass mal auf. So. Halt, da hat sich was getan. Den nehmen wir mit, den. Okay, alles klar. Wir sollen Spinnen finden. Ach, das freut mich aber. Okay. Öffnen, Spinne. Was? Ah. Wo anklicken, das reicht. Yay. Spinne, 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 Spinne. Ich muss die Flasche zerschlagen. Nein. Ah, hier. Spinne, Spinne. Bums. Spinne, Spinne. Haben wir sie jetzt alle? Nee, eine fehlt noch. Da ist noch eine Spinne. So, nö. Ah, wir bekommen dieses wunderbare Gefäß. Halterung. Bleh. Weil ohne Halterung funktioniert das Ding nicht. Präge dir die Abblüte. Wie? Präge dir die ab. Ah, so? Ja. So, nun?
Was haben wir denn hier? Da haben wir einen Korkschlüssel. Hier fehlt ein Teil des Reliefs. Und da fehlt die passende Kerze. Oh nö. Ah, da. Hi. Moin. Demon. Da fehlt noch ein zweites Dingens. Na? Aber mehr ist hier auch nicht drin, ne? Nö, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Nö. Ups. Ja, und jetzt? Präge die Abbildung ein. So. Jawohl. Oh. Hat mal eben den Brunnen versetzt. Cool. Das nehmen wir mit. Medizinsymbol. Naja. Mond und Sterne. Mond und Sterne haben wir aber alles noch nicht. Da ist niemand mehr drin. Und hier fehlt eine Taube. Wir machen noch keine Taube. Wir sammeln alles Mögliche ein, aber wir haben keine Möglichkeit, das Zeug auch wieder loszuwerden. Okay. Hier ist nichts. Gehen wir zurück? Ja. Präge die Abbildung ein. Oh oh. War das richtig? Nee, war nicht richtig. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Nee, so ist es falsch. Kann ich das wieder zurücknehmen? Kann ich nicht. Das war auch verkehrt. Ich sollte ein Bild erstellen. Rum und dann da. So, das war richtig. Okay. Yay! Symbol! Warum? Warum? Was bedeuten die Zeichen? Ein Springbrunnen mit Totenköpfen erscheint, wenn man die so anordnet. Und hier ist, oh, ein Engel. Was? Und eine Kerze und eine Dekoration. Und die Leiter ist weg. Und warum? Und wir können nicht mal die Autos untersuchen. Okay, ja, das war jetzt viel auf einmal. Okay, also, das haben wir nicht. Aber wir haben hier, warte mal, der Stern. Also steht der Engel nicht auf einem Stern? Er steht. Dann steht der Dämon bestimmt auf einem Mond. Ja, siehst du. Okay. Mir ist nicht wohl dabei. Ach du liebe Zeit. Und hier ist das Ding. Ja. Jede Seele hat eine eigene Kerze. Bringe etwas Persönliches von jeder Seele mit, um den Weg durch das Labyrinth zu finden. Was hat das zu bedeuten? Die Symbole. Aber die Reihenfolge habe ich doch schon herausgefunden. Warte. Sollen wir gucken? Hätte ich den Zettel mitnehmen müssen? Ich hoffe nicht. Ach so. Ach, und jetzt kann ich das durchpausen. Aber ich habe noch gar keinen. Ich brauche ein Stück Kohle oder so. Na gut. Na gut, schon in Ordnung. Ich finde hier unten schon irgendwas. Nein. Ja. Ein Stück Kohle. Siehst du? Habe ich es nicht gesagt. Da gehört noch was hinein und die Kerze müssen wir bestimmt auch noch anzünden. Da ist es zu dunkel. Was haben wir denn hier? Oh, hier, warte. Öffner. So. So. Und so. Boah, gar nicht gruselig. Eine Laterne. Warte. Was auch immer. Warte in... ich habe praktisch, meine Lateinkenntnisse sind praktisch nicht vorhanden.
So, das Ding kommt hier hinein. Etwas Persönliches für Derek, meinen besten Freund. Die Uhr. Ausgezeichnet. So, dann merken wir uns mal die Symbole, was nur auf diese Art und Weise geht. Okay, gut, gotcha. Okay. Wieder zurück. Tralalala. Und da sind wir. Was denn? So, eins ist... Ach, lass mich raten, ich kann es ja... wage es nicht zu entscheiden. Das hier. Zwei, drei. Und nö? Ach so, jetzt das da hinein. Ah, okay. Ich fühle mich immer noch nicht besser. Was? Ach so. Ein Verschiebegedingse. Ist es egal, in welche Richtung? Das war das richtig oder nicht? Ja, ist es egal, in welche Richtung wir den Lauf zeigen lassen? Weil, wenn das so ist, dann... sind wir doch wieder am Anfang, oder? Ich sehe gar nicht, in welche Richtung wir denn gehen müssen. Welches ist denn der richtige Weg? Ziehen Sie an die richtige Stelle. Einige Reihen lassen sich hoch und runter bewegen, andere seitlich. Ja, schon klar. Aber welches der richtige Weg ist? Also hier, es kann schon mal nicht geradeaus gehen, oder? Weiß ich nicht. So. Okay, und jetzt haben wir eine. Da haben wir Dereks Kerze. Echt jetzt? Das war die Lösung? Ich weiß ja nicht. Dereks Kerze. Hi, Derek. Moin. Hi there. I'm Derek. I'm hoping you can help me fix something. My friend Charlie and me went to the mountains to look for gold. And boy, did we find it. We even started our own company. But One Hand Joe's gang just wouldn't leave us be. Okay, was denn? Anyway, one day, I went to town and left Charlie alone at the mine. Something bad happened to him when I came back. The cold had taken him. I never should have left him. Please, save my friend. Okay, ich will mir Mühe geben. Wir brauchen den Ring, Derek. D wie Derek. Danke sehr. So, stelle das Bild wieder her, um das Portal zu öffnen. Wähle eine Reihenreihe von Kacheln aus, ziehe dann die richtige Stelle. Einige Reihen lassen sich nach oben, nach unten, andere nach rechts und links bewegen. Gut, das kennen wir schon aus der letzten Veranstaltung. So, ne, so. Das sieht schon mal okay aus. Das hier sieht auch okay aus. Das gehört dahin. Dich hätte ich jetzt hier hingesetzt. Du kommst vermutlich dorthin. Und du... Nee. Warte. Hä? So. Nee, das kann ja nicht richtig sein. Das ist nicht richtig. Das ist unmöglich richtig. So sieht das besser aus. So, und nein, und du dann hier hin. So sieht's gut aus. Okay, und jetzt? Wir sind da.
Oh nein, eine Lawine hat Charlie erwischt. Gut, nehmen wir mal den Wagenheber mit. Na, Mausi? Was fehlt hier? Weiß ich auch nicht. Mausi. Okay. Da ist noch was eingeschneit. Aber ich muss erstmal den Schnee wegräumen. Derek und der Wagenheber. Gesucht. Joe, einer. Belohnung. Die Laterne geht nicht auf, aber ich könnte das Schloss knacken. Fest verschlossen. Korkenschlüssel? Nein. Auch nicht. Da ist... den Draht nehmen wir mit. Und ich brauche ein Hilfsmittel, um die Stämme anzuheben. Klar. Kein Ding. Jetzt brauche ich aber noch einen Hebel für den Wagenheber. Das ist nicht der Korkenschlüssel. Nein. Achtung, Lawinengefahr. Beachte die Anweisung und halte den Weg frei. Eine Schaufel plus einen Stamm. Stimmt, das könnte helfen. Du meinst, du musst dir das merken? Aber ja. Und hier wird gewimmelt. Juhu, zwei Tickets. Ach, das ist doch wieder so ein Ding mit... Wir müssen das zwei von jedem finden. Okay, na gut. Gold von Tarakpfeifen, zwei Küsse. Was? Zwei Küsse? Handschuhe, Tasse, Hüte, Socke, Dose, Bücher und Säcke. Da sehe ich schon mal eine Socke und die zweite Socke ist da oben an der Leine. Gut, eins weniger. Ist hier was im Topf? Ist da was drin? Nein. So, Goldpfannen, Tabakpfeife, Küsse, Tickets, Säcke, Tassen, Handschuhe, Dosen. Nee. Das hier wäre einfach. Zwei Skier. Lass uns zwei Skier suchen. Schneeschuhe. Entschuldigung, keine Skier. Okay. Da haben wir ein Buch. Und wo ist das zweite Buch? Sehe ich nicht. Hut. Ist noch irgendwo ein Hut. Okay, kein Hut. Hä? Fisch? Schuhe. Kuss. Okay, da haben wir einen Kuss. Perfekt. Ich kriege jetzt hier... Ein Sack? Goldpfannen? Oder was ist das? Gold? Oh nein, okay. Eine Dose. Was ist das? Ein Handschuh und wo war der zweite Handschuh? Nein, der zweite Handschuh war... Ach du je. Da ist ein Goldsack drin. Nein. Da, hier ist Gold. Und da... Nee, Goldsack, Goldpfanne. Oh je, ein Ticket... Ein Hut. Wo war der Hut? Da ist der Hut. So, immerhin, das haben wir schon mal gefunden. Ach du liebe Zeit, da kann ja jetzt noch ein Weilchen dauern. Ein Buch und das zweite Buch war doch hier. Ja, cool. Haben wir das schon mal am Start. So, Handschuh und Dose. Kuss. Pfeife und Ticket. Hier, Ticket und Ticket. So. Goldsack, nee. Da ist eine Dose und hier haben wir noch eine Dose. Eine Pfanne. Das beides sind Goldpfannen, okay. Hatte ich mir anders vorgestellt, aber ja, schon gut. So, was brauchen wir noch? Da ist, was ist das? Eine Tasse. Nein. 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 Handschuh. Handschuh und Handschuh. Okay, haben wir das auch? Tabakpfeifen.
Da ist ein Kuss und noch ein Kuss. Ein Goldsack und noch ein Goldsack. Nee. Was brauchen wir noch? Zwei Tassen, zwei Tabakpfeifen. Die eine Pfeife ist hier. Und die zweite Pfeife ist dort. Eine Pfeife. So. Zwei Tassen. Eine Tasse. Und die zweite Tasse. Oh, meine Güte. Okay. Wir haben Schier gefunden. Nee. So, Schier, Lawine. Können wir mal versuchen, ob wir mit dem Draht irgendwie hier rankommen? Naja, immerhin. Und nö. Ein Schlüssel. Ein Hüttenschlüssel. Macht man das nicht unter der Fußmatte? Yay, DC Gold. Wir gehen erstmal rein ins Warme. So, tschüss, war schön, aber jetzt ist Schluss hier. So, ist mir zu kalt da draußen. Erneut. Leider falsch. Was meinst du mit leider falsch? Da geht ja gar nichts. Da geht ja überhaupt nichts. Wieso? Ach so, ich muss wahrscheinlich noch diese Dinger finden, ne? Deswegen, eins haben wir davon ja schon. Okay, ja, ist gut. Da ist nichts. Auf dem Tisch liegt da was rum. Jo, ein Kessel. Jo, eine Flasche. In der Flasche steckt eine Nachricht. Hallo? Oh, so geht das. Der Kartenabschnitt. Eingang ins Labyrinth. Und die Flasche nehmen wir auch mit. Warum? Auf dem Ofen. Hier kann ich etwas erwärmen. Ich sollte Feuer anmachen, um es zu wärmen. Das erstmal drauf. So. Haben wir nichts für. Aber den Metallgriff nehmen wir vorsichtshalber mit. Was sollen wir mit einem Ski? Wir brauchen zwei, denke ich. Das ist der. Oh, guck mal. Foto von Daisy. Oh. Daisy. Nein. Und was haben wir hier? Die Schaufel ist kaputt. Und so. Ist es noch nicht einsetzbar? Ah, Schaufel. Cool. Gut, haben wir auch. Warte mal, Daisy. Ah, ein zweites Kartenstück. Zwei von drei. Oh, heißt das, wir kommen da oben noch nicht an. Ach, hier, Metallgriff. Ja. Hä? So geht das, so. Okay. Okay, ja, hab's verstanden. Ich brauche eine Kufe. Was? Die Baumstellen sind voll ab. Ich muss sie irgendwie nicht bedienen. Oh. Okay. Jetzt ein wildes Geklicke. Super. War das alles? Ich muss den Schnee wegräumen. Das wird kompliziert. Ich muss den Schnee wegräumen. Ja, dafür habe ich ja die Schaufel dabei. Was? Warum geht das nicht? Warum lässt er mich das nicht tun? Was muss ich vorher noch erledigen? Okay. Gut. So, was machen wir denn vorher noch? Hier gehört etwas rein. Ich nehme nicht an, dass es der Ring ist. Es ist auch nicht der Korkschlüssel. Und die Maus ist es auch nicht. Ja? Hä? Lass mal gucken. Tralala, Feuer anzünden geht noch nicht. Damit können wir noch nichts machen. Direkt rein können wir auch nichts mitmachen. Korkschlüssel. Ich weiß nicht. Okay, aber ich denke, es ist ohnehin an der Zeit, erstmal eine Pause einzulegen. Dann, die Folge ist ohnehin schon lang genug, nicht wahr? Okay, jawohl, das machen wir jetzt auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.